dass ich hier begrüßt werde von den Leuten in Idee. Und das hat sich hierher geführt. Also ich komme aus Linz, gebürtiger Wiener und ich habe beim Rhein Club Austria die Position im Vorstand inne. Das Thema natürlich gespielt, ich glaube, extrem an. Also Branding in dem Fall jetzt, okay? Ich habe über Facebook die Nachricht gekriegt, dass ein Freund dahergeht. Da habe ich gewusst, da muss ich laufen. Super. Wie ist Ihr Eindruck jetzt, der erste Eindruck des ersten Vierteltages? Das erste ist einmal eine Location, so ein Haus mit Geschichte. Das ist schon mal sehr gut. Gerade zu dem Thema neuer Branding und dann mit der Marktung. Das zweite, ich war positiv überrascht, dass so viele Leute da sind, hätte ich nie erwartet. Vorträge sind sehr praxisnahe, also das, was man sich oft wünscht, dass die Leute was aus dem Innersten erzählen. Viel Spaß noch. Gell? Ja, danke schön. Danke für das Gespräch. Der Initiator dieses neuen Events, das Employer-Branding-Teams, der will fragen, was hat sich dazu bewegt, diesen Employer-Branding-Teams zu entwickeln? Das Unternehmen, die Martin Terrence, gibt es seit knapp 2 Jahren. Wir haben gemerkt, dass der Begriff Employer-Branding bei den Firmen vorhanden ist. Thematik noch nicht innen intern angekommen ist. Uns war vor allem wichtig, Employer Branding erlebbar, greifbar zu machen. Deswegen auch das heutige Programm, viele tolle Referenten aus der Praxis, für die Praxis, dieses Motto, um wirklich zu sehen, vor Employer Branding muss man sich nicht fürchten. Das ist eine Thematik, die man auch als kleineres, als mittelständisches Unternehmen angehen kann. Natürlich ein bisschen selektiver, aber es soll ja auch für die bestehenden Mitarbeiter und für die Zielgruppe passen und nicht einfach der breite Bauch lassen. Waren so Ihre ersten Learnings aus den Vorträgen, die Sie jetzt gehört haben? Ja, was für uns ganz wichtig ist, ist immer, dass das Employer Branding authentisch ist. Das ist jetzt auch in den letzten 2 Vorträgen rausgekommen, insbesondere weil Silhouette eben, wie man gesehen hat, war das von innen vom Unternehmen und wird dann nach außen getragen. Weil man kann viel erzählen, aber wenn es dann nicht stimmt, wenn die ersten Mitarbeiter zum Beispiel gekommen haben und die sehen dann, ist es ganz anders, dann hat das ganze Employer Branding auch ganz anders. Der Employer Branding verbindet ja genau diese zwei Disziplinen, HR und Marketing, und bei euch wird das in einer Person gelegt. Ja, genau. Welche Vorteile hat das? Das hat einen großen Vorteil, weil wir sind ja sehr ineinander und darum bin ich ja gleich auf den Employer Branding Weg gestoßen, aber das ist genau das Richtige, weil ich einerseits eben im HR-Bereich tätig bin, andererseits auch PR-Marketing. Wir hatten ja schon einige Personen hier und haben sie befragt, wie es ihnen geht. Also wir haben unterschiedliche Zugänge auch zu dem Thema Employer Branding gesehen. Ja. Das war doch sehr viel Aufwand, diesen Tag zu organisieren. Wie ging es Ihnen bis gestern und wie geht es Ihnen jetzt? Gestern am Abend war eigentlich alles gut. Es waren alle Präsentationen da. Es war klar, wie hoch die Teilnehmerzahl sein wird. Es war alles soweit gesetzt. Das für uns Spannende und Emotionale war so unmittelbar kurz vor Weihnachten. Und das, was mich total erstaunt hat, war, dass Leute diesen Tag im Kalender blocken, aber doch kein Ticket dafür buchen. Und ab dem 8. Jänner, Server zusammenbuchen wäre jetzt übertrieben, aber es ging dann halt richtig los. Und wir waren dann innerhalb der 2. Jännerwoche auf 100 Teilnehmer. Und das hat sich dann schön entwickelt, bis 270 Leute dann wirklich hier mit gestern am Abend feststanden und die auch nahezu alle waren. Herr Kurz, schön, dass Sie zu unserem Stand gekommen sind. Ich bin für die Firma Alkurse tätig, das ist ein Beratungsunternehmen aus Wien. Und wir machen hauptsächlich Feedback-Systeme, also Mitarbeiterbefragungen, Quick-Checks, 360 Grad Feedback, Kundenbefragungen. Was in diesem Bereich? Welche Bedeutung hat denn diese Befragung, das Erheben für den gesamten Employer-Branding-Prozess? Man kann natürlich durch Mitarbeiterbefragungen sehr viel über die Mitarbeiter einfach erfahren, über ihre Bedürfnisse, über ihre Wünsche, und das ist sehr gut dann verwendet eben im Recruiting. Indem man zum Beispiel einfach den Mitarbeitern erzählt, wie das Unternehmen tickt, wie die Kultur ausschaut und ob sich der Bewerber damit identifiziert. Damit haben wir nämlich gleich passgenaue Bewerber, die die Kultur total neutral. Und das ist das Schöne an uns. Insofern wird es immer mehr für sein Employer Branding eingesetzt, das einfach sehr authentisch ist, wenn es von den Mitarbeitern direkt kommt. Wir versuchen ja immer abzufragen, wie zufrieden ist der Mitarbeiter so im Allgemeinzustand im Unternehmen. Also über die Arbeitssituation, Arbeitsumgebung, aber auch Führung und natürlich berufliche Entwicklung spielen da rein. Und dann fragen wir aber auch immer noch, wie ist deine Gesamtzufriedenheit? Und das ist sehr spannend, die Differenz dazwischen. Weil man mit dieser Frage hat tatsächlich viel mehr Mut, als mit jedem Fragebogen, den man konzipieren kann.
weil es spielen eben sehr viele Faktoren einfach rein. Es kann sein Infrastruktur, dass ich meine Parkplätze in der Nähe habe oder einen kurzen Arbeitsweg. Es können aber auch die netten Kollegen sein oder die super Kantine. Ich habe gerade gehört, es geht gleich wieder los. Ja. Ich möchte Sie jetzt so lange aufhalten und zurückhalten. Also ich danke Ihnen herzlich. Herzlichen und wünsche Dank. Viel Spaß. Danke. Ebenfalls danke. Ja, jetzt sehen wir damit Herbert Wind. Wie hast du das heute erlebt? Soweit bis jetzt ist sehr interessant, sehr nice. Was ich auch extrem interessant finde, ist sehr gelungen, ist, es ist ein ganz guter Thema, bis hin jetzt gerade zum DSGVO, wo ich ganz auch etwas gibt. Ganz eindeutig, zumindest in den letzten 6 Monaten, das System jetzt wirklich auch in Österreich eingekommen ist. Also in Deutschland wird es ja schon länger diskutiert. Jetzt ist es bei uns auch da. Und also ich mag jetzt nicht unbedingt von kleinen Profilunternehmen sprechen, aber der Begriff wird schon. Also es gibt schon, sagen wir so, das Material von mir ist die Ressource. Sie haben einen sehr Zugang als Beraterin zu dem Thema Recruiting, Employer Branding. Unser neuestes Produkt, das ist das digitale Instrument für Employer Branding und Recruiting, das ist nämlich ein Kennenlernerlebnis schaffen in einem Format, das aufs Handy passt. Das heißt, ich kann am Handy einen Jobnamen spielen oder ausprobieren. Was würde das aus Ihrer Sicht als Experten bedeuten, wenn Interessenten irgendwo ein Point of Contact hätten, wo sie einmal ausprobieren können, wie das dann funktioniert in dem Unternehmen zu arbeiten? Also zum Ersten finde ich, ist es irrsinnig authentisch einfach, wenn man wirklich da die eigenen Mitarbeiter sieht von einem Unternehmen, bei dem man sich vielleicht bewerben möchte und da tatsächlich Aufgabenstellungen durchspielen kann. Also es ist ja eine Form von Gamification und ich glaube, das macht einfach diesen Recruiting-Prozess zu einem Erlebnis für den Bewerber und das ist was ganz Wertvolles, weil wir ja immer eigentlich nach dem Erlebnis suchen, nach dem Adventure suchen. Und insofern ist es einfach sicher eine lustige Art, einfach sich da auszuprobieren. Man merkt dann auch gleich, ob man einfach zu dem Unternehmen vielleicht passt, ob man die Aufgabenstellungen interessiert. Und der Bewerbungsprozess ist ja trotzdem auch mit relativ viel Aufwand im Bewerber verbunden. Und so kann er sich an einem sehr frühen Punkt schon entscheiden, ob er tatsächlich zum Unternehmen passt, ob ihm die Aufgabenstellungen Spaß machen, ob sie ihn auch oder nicht. Es gibt ja keinen besseren Influencer als der Mitarbeiter selbst. Wenn der Mitarbeiter glücklich ist, dann erzählt er das einfach weiter. Das heißt, in Wirklichkeit ist das, was man da hat, schon ein Wert, den man dann ausgibt. Man muss ihn bewusst machen, genau, oder? Das heißt, das bedeutet ja generell, dass diese Investition in eine Employer-Branding-Marke oder in eine Arbeitgebermarke oft gar nicht so hoch sein muss. Es ist eigentlich nur das Hinschauen. Genau. Und das darstellen. Das Kommunizieren und das auf den Punkt zu bringen, vor allem auch für die Zielgruppe. Und ich denke, gerade für kleine Unternehmen ist es besonders wichtig, Wert auf sein Branding zu legen, weil vielleicht die Marke an sich das Unternehmen nicht so bekannt ist. Ja? Also über die Employer Brand eigentlich eine Marke wird. Hier stehen wir für Reputation, das heißt, wie für deine Kandidaten, deine Interessenten heran, also eine Kennenlernmöglichkeit zu bieten, welche Möglichkeiten für auch ein Interessent das Unternehmen ein bisschen kennenzulernen. Also bei uns ist es immer so, es ist natürlich ein Bewerbungsgespräch und eigentlich der wichtigste Punkt bei uns ist immer ein Schnuppertag, das ist unsere Schnupperstunden. Wir wollen einfach, dass der Kandidat und Kandidatin sieht, wie es bei uns geht. Das Erzählen ist das eine, aber wenn man dann wirklich sieht und erlebt und die Mitarbeiter kennenlernt, das ist uns einfach ganz wichtig. Wir kriegen einen Eindruck von Bewerbern und Bewerberinnen von ihr. Als Dienstleister für Unternehmen, speziell in der IT-Branche. Das ist ja keine einfache Branche, die ist auch nicht einfach geworden, glaube ich. Wenn ein Bewerber zu Ihnen kommen würde, spielen wir mal so ein bisschen Illusion, und der wäre schon gebildet. Das heißt, er wüsste schon, wie das Unternehmen tickt, welche Werte das Unternehmen hat, Kultur, aber auch welche Aufgaben auf ihn zukommen, und hat sich selber schon ausprobiert in den Aufgaben. Wie würde sich das Bewerbungsgespräch anders gestalten, wenn diese
so Bewerberbildung schon stattgefunden. In zwei Worten formuliert, viel effizienter. Der wesentliche Vorteil ist, dass der Aufwand beim Unternehmen stark reduziert werden würde, nämlich A in der Vorbereitung und B natürlich auch während des Gesprächs, weil man über ganz andere Themen reden kann. Ja, diese klassische, nicht böse gemeint, aber 0815 Unternehmenspräsentation, die immer mit einfließt in solche Bewerbungsgespräche, bindet irrsinnig Zeit und Ressourcen, ne, und sollte eigentlich dem Bewerber klar sein. Der Bewerber, der wirklich zum Bewerbungsgespräch gehen soll, und da muss man jetzt ein bisschen auch in die andere Kerbe schlagen, dem darf ich abverlangen, dass er sich mit meinem Unternehmen auseinandergesetzt hat. Der sollte wissen, was produziere ich, wo produziere ich das überall, wie kann ich aufgestellt, wie viele Mitarbeiter habe ich. Diese Verantwortung darf ich dem Bewerber übertragen. Und wenn er das macht, natürlich ich mich auch auf den Bewerber dementsprechend vorbereite als Arbeitgeber und nicht einfach nur den Lebenslauf ausdrucken und mitnehmen zum Bewerbungsgespräch, dann wird das ein ganz anderes, tiefergreifenderes Gespräch, das viel höhere Wahrscheinlichkeit zur eigentlichen Einstellung ergibt, als wenn beide unvorbereitet erscheinen. Die ersten Studien sind ja schon draußen. Ja. Für unsere Zuschauer, die aus dem Nähkästchen so glauben, wir dürfen ja bald was erwarten. Wir sind ja gerade zwei Studien im Anlaufen zu dem Thema Bewerberverhalten und zum Thema Employer, also speziell Arbeitgebermarken. Also die eine Studie ist ganz richtig das Bewerberverhalten, also wie wichtig sind jetzt die also unterschiedliche Informationsquellen, wo wir ja auch zum Beispiel wissen, das werden wir auch näher beleuchten, das heißt eben Word of Mouth oder Mundpropaganda, habe ich von den Unternehmen schon etwas Positives gehört. Eines der wichtigsten Entscheidungskriterien ist, sich irgendwo zu bewerben. Also das werden wir besonders beleuchten. Das zweite Thema ist eine Grundlagenstudie auch zum Thema Emotionalität beim Arbeitgeber gegenüber. Und eigentlich noch wichtiger, was treibt es in Emotionen, was bewirkt es? Okay, das heißt, wir werden bald lernen aus den Studienergebnissen, was müssen Arbeitgeber wie, in welchen Medien verbreiten an Informationen, um die Menschen interessiert zu machen. Das zweite, woran hängt emotionale Aufladung der Arbeitgeber? Ja, was macht denn, also wenn ich es jetzt emotional betrachte, was macht den Top-Arbeitgeber aus? Und was macht denn einen schlechten Arbeitgeber? Und was sind da die Problemstellungen, mit denen die Kämpfen haben und was sind denn die Treiber? Okay, super. Vielen Dank. Ja, bitte gerne. Abschließende Frage, wie zufrieden sind Sie mit dem heutigen Basis jetzt? Sehr, ja, mehr als, muss ich sagen, also ich bin wirklich überwältigt, dass wirklich diese 270 Leute angekommen sind, auch wenn sie registriert waren im Vorfeld, aber es freut mich auch, wenn man durchgeht, wenn man mit Leuten spricht, man ein bisschen diese Emotionen und dieses Gefühl mitnimmt. Feedback toll, auch von den Besuchern. Man merkt, freue mich auch besonders, dass wir bei der Auswahl des Programms ins Schwarze getroffen haben, wenn man sich die Fluktuation anschaut bei den Vorträgen, wer dort sitzen, bleiben sitzen, halten diese eineinhalb Stunden durch, können anscheinend damit sehr viel aus den Vorträgen mitnehmen. Das freut uns natürlich die Vortragenden auch sehr. Alles in allem eine runde Sache und wir werden sicherlich 2019 ein ähnliches Format auf die Beine. Da haben Sie mir schon die Antwort vorweggenommen, das wollte ich heute sehr. Alles Gute heute noch und für das nächste Mal. Herzlichen Dank. Danke.